Hi, it's the German Guy. Ocarina of Time habe ich als Kind nicht so viel gespielt. Dafür aber, als ich älter wurde, ja, wie soll ich das erklären? Wir hatten das Spiel gehabt. Ja, es fängt gut an. Aber meine Mutter hatte das Spiel versteckt gehabt und aus Gründen, die mir nicht mehr bekannt sind. Und es war uns nicht erlaubt zu spielen als Kinder. Und dann später habe ich das Spiel, glaube ich, wieder gefunden und dann, ja, habe ich das gespielt bis zum Vergasen. Bis ich wirklich jeden Winkel in diesem Spiel kannte, bis ich alles wusste und überhaupt alles konnte. Und diese Erfahrung gemacht habe mit Navi und ihren nervigen Kommentaren. Die Frage ist jetzt, warum fange ich nicht ganz von vorne an? Und das hat zwei Gründe. Der erste ist, ich habe diesen Spielstand schon einmal angefangen zu spielen. Und ich hatte das Schwert schon, als ich angefangen bin. Und dann, der zweite, ich hatte vergessen aufzunehmen. Oh ja, richtig. Schild. Ich kann mich nicht bewegen, während ich dann Schild halte. Ich kann auch nicht keine Seitwärtssprünge machen. Ich kann seitwärts laufen, aber nicht seitwärts springen. Oh, scheiße. So. Jetzt brauche ich nichts machen. Das ist ganz praktisch. Ja, und mir ist es aufgefallen, dass ich nicht aufnehme, kurz als ich bevor ich zum Bekobaum gegangen bin. Bis dahin habe ich die ganze Zeit mit mir selbst geredet. Nochmal kontrollieren, ob ich jetzt aufnehme. Ja, jetzt nehme ich auf. Ach, meine Güte. Ich weiß schon, dass ich gleich die Schleuder bekomme. Ich habe aber keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Ich spiele immer noch nur mit Tastatur. Ich habe keine Ahnung, wie ich schießen soll. Den Trick kenne ich. Da oben ist gleich ein halbes Herz. Ich meine ganzes Herz. Hier nämlich. Ich weiß alles. Weil ich ein verfluchtes Genie bin. Ha! Weil ich ein verfluchter Nerd bin. So, hier ist die Schleuder. Ursprünglich wollte ich ja Master Quest spielen, aber der Emulator war der Meinung, nein, das geht nicht. Und ist abgestürzt, mehrmals, immer wieder, ehrlich gesagt. Und nach dem sechsten oder siebten Versuch hatte ich, glaube ich, keine Lust mehr und habe das Spiel gelöscht. Also spiele ich jetzt das hier. Master Quest hatte ich, glaube ich, einmal durchgespielt. Vor langer Zeit. Hä? Wofür die Schleuder benutzen, wenn ich einfach das hier tun kann? Mogeln ist eine lustige Sache. Das, so, wie gesagt, ich bin eigentlich normalerweise kein schlechter Schütze, was dieses Spiel hier anbelangt, aber da ich ja nur mit Tasten spiele, weiß ich nicht, wie ich zielen soll. So, nach links, ein bisschen nach unten. So, das müsste gehen. So, das hat funktioniert. Das geht überraschend gut. Ein bisschen hoch. So, genau. Sehr schön sogar. Ha. Es ging besser, als ich gedacht habe. Ah, Wände hochklettern, mit Navi reden, es ist wirklich großartig. Vor allem, es passiert nichts in der Zeit, worüber man reden könnte. So, okay.
Dich werde ich jetzt vernichten. Ha! Vernichtet! Okay, weiter geht's. So. Die Geschichte. Na, von mir aus. Dann holen wir erst die Truhe, in der sich der Kompass befindet. Truhen öffnen ist zwar schön animiert, aber nichts gegen Majora's Mask, wo man den die verschiedenen Masken aufhat. So, und jetzt die Truhe da hinten, von der ich vergessen habe, was da drin war. Bam! Zerstört. Geh mir nicht auf den Geist. Okay, jetzt kriegst du es aber. Bam! Ich hab dir gesagt, du sollst mir nicht auf den Geist gehen. Dem habe ich es gegeben. Und nochmal dieselbe Prozedur auf den Schalter gehen und dann hier auf die Plattform und dann hier auf die Plattform und dann da auf die Plattform und dann hier die Truhe aufmachen, gucken, was da drin ist. Ich habe vergessen. Ein Herz. Was sollte auch sonst drin sein? Stirb! Stirb! Ausgezeichnet. Ich werde sowieso nicht alle sammeln. Ich habe gerade beschlossen, ich werde nämlich sowieso nur die Tempel zeigen. Spielen. Weil ich absolut keinerlei Bock habe auf Sidequests. Immerhin, darum geht es in Zelda ja auch größtenteils, um die Tempel, oder nicht? Oh, du bist wieder da, ja? Hat dir die erste Tracht Prügel nicht gereicht, oder was? Nun, ich weiß nicht, wie lange ich das Spiel schon spiele, aber es ist mir noch nie gelungen, das Herz dazu bekommen. Man mag jetzt meinen, ach, da musst du einfach nur an diese Plattform gehen, dann klappt das, aber nein. Pass mal auf. Verschwinde. Oh doch, jetzt klappt's. Ich weiß, dass ich in N64, immer wenn ich dann die Plattform gewechselt habe, dann war es da hinten. Moment, da. Musste ich von da, dann bin ich dahin gegangen und dann musste ich dahin und dann hat es wieder nicht gepasst und so weiter und so fort. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wie dem auch sei, ich sammle jetzt das erste Mal das Herz ein. Bam! Halt's Maul. Ich bin ein Genie. Das Ding kriege ich, glaube ich. Ich kriege alles, was ich will, weil ich ein Genie bin. Der Schalter hier ist vollkommen unnütz, weil die hätten die Fackel auch einfach so anmachen können. Das wäre nur zu sinnvoll gewesen. Oh, und ich habe noch ein Herz. Dieser Tempel ist echt nicht geizig, was Herzen angeht. Stück höher, Stück weiter links. Links. Bisschen zu weit, ach egal, passt schon. Und wieder diese Sache mit Pflanzen hochklettern. Wieso muss das immer so lange dauern? Ich hab's geschafft, weil ich ein Genie bin. Kaputt. Und Genies können riesige Pflanzenmonster töten. So steht es geschrieben. Ha! Ich hab das Rätsel gelöst, weil es so schwer war.
Nein, weil es eben nicht schwer war für mich. Ah. Kannst du nicht einfach so sterben? Ich bleibe einfach hier stehen. Irgendwann muss der wieder zurückkommen. Siehst du, sie kommen alle wieder zum Ort des Übels. Sie kommen alle wieder zurück. Wow, Sätze bilden ist für mich heute wirklich echt schwer. Ich kenne die Reihenfolge schon. Ich wollte sie eigentlich vorher sagen, bevor sie hier steht, aber egal. Okay. Treffe trotzdem. Wow, gegen Majora's Mask ist hier das Zielen wirklich sehr einfach. Ich wünschte, das hätte ich da auch, weil ich habe das ja schon gespielt und wer meine Videos kennt, der... Oh, hör auf mir zu erzählen, wie man taucht! Ich weiß, wie man taucht! Wer meine Videos kennt, der hat wahrscheinlich schon gesehen, dass ich Probleme hatte mit den Pfeilen. Pfeil und Bogen, dass ich selten bis fast nie getroffen habe. Oh nein, 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 nicht ohne mich losfahren. Ach, scheiße. So. Du willst auch eine Trachtprügel? Hier kannst du haben. Bitteschön. Bam. Oh, ich weiß, wie man einen Block schiebt. Das Witzige ist, in Master Quest erklärt die einem das auch, obwohl da ein Block steht, den man nicht schieben kann. Na komm schon. Man muss das schneller gehen. So, hier ist eine Fackel und die andere war woanders. Da. Und hinter dieser Tür ist ein Raum. Welche Überraschung. Nun, man soll wissen, dass hier oben die Eier hängen und sobald man die Mitte betritt, fallen sie runter. Und man soll sich ja hüten, da durch die Mitte zu laufen, weil sonst muss man ja gegen die Monster kämpfen, richtig? Falsch. So einfach geht das. Wer cool ist, kämpft nicht gegen Monster. Tada! Nächster Raum. Ohne Probleme. Bin ich nicht ein Schummler? Oh nein, wie schiebe ich den Block hier? Navi, du musst sofort kommen und mir erklären, wie ich den Block hier schieben kann. Denn ich bin viel zu blöd dafür. Na komm schon. Schneller. Schneller. Gut. Wir nähern uns dem Endboss jetzt schon. Ach, stell dich nicht so an. Das waren höchstens 20 Meter. Au. Sowieso der Falsche. Sowieso der Falsche. Was stimmt nicht mit mir?
So. Ich kann mich ja nicht bewegen. Ich vergesse das jedes Mal. Los. Selbe Taktik. Dann kann nichts schief laufen. Woher kannte so unser Geheimnis? Ich hatte gar keine Wahl, andere Wahl, als das herauszufinden. Ach du meine Scheiße, ich muss ja zielen und campen. Das kriege ich nie im Leben hin. Na was soll's. Ich schaff das schon irgendwie. Ich weiß noch, dass das, als ich das erste Mal hier war, bin ich erst, ich glaube, eine halbe Stunde lang in diesem Raum rumgelaufen. In stetiger Erwartung, dass ich irgendwann mal irgendwo ankomme. Bis ich dann irgendwann mal auf die Idee gekommen bin, dort an die Decke zu gucken. Soweit ich weiß, bin ich nicht der Einzige, dem es so geht. Hi. Gepanzerter Spinnenparasit Goma, Endgegner Nummer 1. Hey, komm wieder! Ihr glaubt nicht, wie ich gerade meine Hand halten muss, um so zu, zu zielen und gleichzeitig zu laufen. Und besiegt, das war der erste Endgegner. Ja, das war ziemlich Hammer. Ein harter Kampf, aber letzten Endes habe ich es ja doch noch geschafft. Ich erinnere mich noch in Master Quest, das einzigst Entspannende waren immer die Endgegner. Es war, die haben nämlich noch immer denselben Schwierigkeitsgrad gehabt. So. Da ich Link bin, darf ich meinem Gegner das Herz rausreißen und es dann selber benutzen. Das ist in keinster Weise eklig. Magischer Ausgang. Und Tempel 1 beendet. Geschafft. German Guy out. Ups. Er ist tot. Wenn einer fragt, ich war's nicht.